Seit Jahren kämpft Venezuela mit einer schweren politischen und wirtschaftlichen Krise. Rund 2,3 Millionen Menschen haben ihr Land verlassen, davon fast 1 Million ins benachbarte Kolumbien. Euronews sprach mit dem kolumbianischen Präsidenten Iván Duque über die Beziehungen zu Venezuela. Das gesamte Interview sendet Euronews am Freitagabend. Der Dialog mit einem Diktator, der jeden Tag systematisch Verbrechen begeht, hat bis jetzt zu keinem Ergebnis geführt. Die internationale Gemeinschaft muss ihn dazu zwingen, die Macht abzugeben und einen Übergang einzuleiten, der Venezolanern hilft, ihre Freiheit zurückzuerlangen. Sie sagten einmal, dass sie eine militärische Intervention befürworten, um ihn abzusetzen. Ich habe immer das Gegenteil gesagt, dass die Lösung nicht militärischer Art sein sollte. Denn das ist es, was der Diktator immer wollte. Er will ein Schreckgespenst der militärischen Intervention schaffen, um seine Macht aufrechtzuerhalten. Der autoritär regierende Nicolás Maduro hatte sich zuletzt in umstrittenen Wahlen in seinem Amt bestätigen lassen. Wegen staatlicher Repressalien und andauernder Not fliehen immer mehr Menschen in die Nachbarländer.